Ja, Freunde, weiter geht's in der Wüste. Und wir haben im letzten Part. Warte mal kurz, da läuft jemand. Im letzten Part haben wir ja das gemacht, was einer der Gerudo-Wachen uns angeraten hat. Halt, bleib hier. Und wir haben einen Schatz gefunden, aber keinen wertvollen. Wir haben nur einen Mondsäbel gefunden. Alter! Bleib hier! Komm her! Ich muss mit dir reden! Gerudo! Gerudo! Ah! Was tue ich jetzt bloß? Ein Voi hat mich angesprochen. Beruhige dich, Kira. Am besten grüße ich ihn einfach freundlich. Savak! Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kira. Ich bin vom Stamm der Gerudo. Sobald die Wai unseres Stammes ein bestimmtes Alter erreichen, ziehen sie in die weite Welt hinaus. Aha. Und zwar auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Mit etwas Glück findet man dazu auch noch den Voi seiner Träume. Okay. Seit dem Augenblick, an dem ich. Blablabla. Willst du den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Hä? Ach komm, mach einfach. Ich habe meine Stadt zurückgelassen, um meinen Horizont zu erweitern. Okay, das ist nur ein Troll. Ja, Ratlosigkeit. Ratlosigkeit. Ich brauche einen Hitzeschutz. Und irgendwie Zugang zu dieser Stadt. Zu dieser verdammten Stadt. Nur leider weiß ich nicht, wie ich das mache. Und bin ich eigentlich blöd? Was renne ich denn hier mit so einem. Ach, warte, ich nehme einfach mal die Gerudo-Waffe. So. So, hier passiert mir ja normalerweise nichts, ne? Aha. Aha. Was war das? Es gibt eine Oase, wo es einen Bazar gibt. War das die Südoase? Ne, die ist ja schon. Aha, guck mal. Das könnte sie sein. Dann nehmen wir jetzt die Straße dorthin. Zu dieser Oase. Auch wenn wir verbrennen. Ich kann es nicht ändern. Oder ist der Turm näher dran? Ja, theoretisch schon. Das ist klüger. Auf zum Turm. Und vom Turm gehen wir zu dieser Oase. Da soll es einen Bazar geben. Kann man Vorbereitungen treffen und das ist eine gute Idee, denn da gibt es dann ja wohl diese verdammte Hitzeschutzkleidung. Wenn die noch nicht zu teuer ist, dann können wir uns sie sogar leisten. Wir haben 300 Rubine auf unserer Wüstenerkundungstour da gefunden. Aber sonst leider auch nichts. Machen wir das mal. Oh! Lol, vom Turm aus hat man direkt einen Blick auf den Titan. Okay. Und wir wollen zur Oase. Da ist die Stadt, ne? Ja. Das heißt, die Oase muss irgendwo hier sein. Ja, da ist sie sogar.
Und was haben wir hier gefunden? Ach, zu welchem Turm bin ich denn gereist? Zu diesem Ölfeldturm. Lul. Okay. Ich bin gar nicht mehr in der Wüste. Na, wenn wir die Wüste erreichen, wird es sicher auch nachts sein. Diese riesen Schwerter, die kommen euch bekannt vor, ne? So eins haben wir schon in dieser Winterwelt entdeckt. Aber wie ist es bis dorthin gekommen und was soll das jetzt hier? Ein Schrein ist in der Nähe. Ja, das wird wieder eine Prüfung sein. Aber ich will jetzt in die Oase. Ich will endlich mal wissen, was Sache ist. Und das scheint... Ist das die Oase mit dem Erinnerungsfoto? Da ist dieser Felsen. Naja, kann gut sein. Und jede Menge Monsterbases in der Gegend. Natürlich. Was denn auch sonst? So, und gelandet sind wir. Hä? Das ist der Titan, ne? Alter, was ist das für ein Teil? Da bekommt man ja schon wieder Schiss. Naja, egal. Auf ins Wasser, abkühlen, Lagerfeuer zum Schlafen, Wüstenbazar. Richtig, hier wollten wir hin. Hier treffen wir auf Menschen, die vielleicht eine Ahnung haben. Und er ist ein Gorone. Der labert über Sandstürme. Ja, okay, Bullshit. Terry ist hier. Das ist der Wüstenbazar. So etwas wie ein Rastplatz auf dem Weg nach Gerudo-Stadt. Da du ein Woi bist, wirst du die Stadt aber sowieso nicht betreten dürfen. Dazu kommt, dass im Moment dieser Titan dort wütet. Als Reisender sollte man erst mal hier bleiben und abwarten. Kaufmann gesehen. Davon gibt es hier... Okay. Bla bla bla. Ja, Wiedersehen. Den Rest weiß ich schon. Jo. Guten Tag. Kennen wir uns? Ich bin aus dem Dorf der Orni hergekommen. Ach, laber jetzt nicht. Ich hab den Titan im Dorf der Orni ja schon gekriegt. Was willst du? Ermittel gegen die Hitze. Ja, vom Wüstenbazar hatte ich um Kühlungsmedizin gebeten, mit der man die Wüstenhitze ertragen kann. Um die Medizin herzustellen, brauchst du einen Insekt mit Kühlungseffekt sowie einige Monsterzutaten. Insekten mit Kühlungseffekt soll es in den kalten Regionen der Gerudo-Hochebene geben. Okay, der will Medizin haben. Können wir sicher auch irgendwo einfach kaufen. Was ist das hier? Ah, guck mal, was hier wieder liegt. Ah, hier sind Gerudo-Messer. Ja, dann mach mal ein Foto davon. Ja, schauen wir mal, was es hier zu kaufen gibt. Rüstung? Ne, aber Pfeile. Ja, das ist gut zu wissen, dass es hier günstig Pfeile gibt, aber sonst nichts. Kein Hitzeschutz. Ein Hotel, aber mit einem Poster, mit irgendeinem Messen,
Und du? Brauch? Ja. Ein Hylianer wie du hat damit eigentlich nichts am Hut, aber wenn jemand im Gerudo-Stamm mein Alter erreicht, fangen alle um sie herum an, sie zu nerven. Deswegen. Das weiß ich nicht. Wenn eine Gerudo ins geeignete Alter kommt, verlässt sie die Stadt und sucht in der weiten Welt ihr Glück. Unser Stamm besteht nur aus Frauen. Deshalb das. Ja, aber gilt die Regel nicht mehr mit den 100 Jahren? Oder ist das hier eine ganz andere Zeitepoche? Da spielt Breath of the Wild etwa in der Zeit, in der Zelda ursprünglich geplant war, dass es eine Technik, eine Technologie gibt und das also ähnlich wie halt Assassin's Creed funktioniert, ne? Dass es da diese Maschine gibt, in der man zurück nach Hyrule reisen kann. Wer weiß, ne? Fisch gejagt. Die verkauft Essen. Alter, ich brauch kein Essen, ich brauch Kleidung. Ich brauch verdammte Kleidung. Was hast du da oben für ein Problem? Ja. Die Schätze einer vergangenen Zivilisation verstecken sich im Sandturm. Im Sandturm. Aha. Ja, Zivilisation, ne? Das sind die Shika. 100 Pro. Aber das ist doch. Nee. Auf dem Erinnerungsfoto gab's doch noch so Palmen auf diesem Dach, oder? Ach. Doch. Das ist der Ort der Erinnerung. Irgendwo da hinten muss dieser Fleck sein. Ja. Irgendwo hier. Wo sehe ich den gerade nicht? Hä? Oder... Ich weiß jetzt nicht, ob das Tuch da die richtige Farbe hat. Aber es könnte grün sein. Warte mal kurz, grün, aber ich sehe nur ein Rot, oder? Es ist nur ein Tuch rot, aber es sind 100 Jahre vergangen. Die werden doch sicher ein bisschen umgebaut haben. Oder ist das nicht die Oase? Dann ist es die Südoase. Nee, hier ist es. Aha. Ja, dann kriegt ihr ein kleines Filmchen. Have fun. Okay, was hat Zelda da in Link gesehen? Das Hyrule-Theme hat auch gespielt.
Eine merkwürdige Erinnerung. Und mir ist gerade aufgefallen, dass diese Kopfsammler, also diese Ninjas, das Symbol der Shika verkehrt herumtragen. An den Pannen gibt es auch Früchte. Ich habe irgendwo Kokosnüsse gesehen. Hey. Ja, Fisch gejagt. Schön. Ist auch ein Kleid. Gegen Hitze. Melonen. Kochtopf, wo man tatsächlich kochen könnte. Du bist doch der Typ mit den Sandstiefeln, oder? Unser Anführer scheint gar nicht mehr aus Gerudo-Stadt zurückzukommen. Hoffentlich geht's ihm gut. So, Mann. Was? Ein Mann hat es nach Gerudo-Stadt geschafft? Ist das richtig? Und er ist hier am Wüstenbazar? Unglaublich, aber wenn unser Anführer das sagt, allerdings habe nie jemanden passendes gesehen. Da fehlt doch ich, oder? Also im Laden war höchstens mal ein hübsches, lernisches Mädchen. Linkle! Gerudo gewann. Linkle! Was fällt die Vase da um? Lol, wegen dem Wind? Wie geil. Ups. Die sprechen doch von Linkle, oder? Gut, dann schauen wir mal rein. Hier soll es ein Mädchen geben. Ein hylianisches. Ja. Oh, Link, du Schlingel. Guten Tag, Linkel. Linkle. Ist die da drin? Warte mal. Vielleicht kann ich mich hier irgendwie informieren, wer hier schläft. Wasak. Kaufmann. Kaufmann, sprichst du? Ich kenne nur eine Wei, die hier Handel betreibt. Ja, tatsächlich. Auf dem Dach. Okay. Also muss ich jetzt nicht Linkel sein, aber... Ah, warte, da ist eine Leiter. Was könnte unsere Fahrkarte in die Gerudo-Stadt sein? Die scheint nämlich irgendwie auch die Kleidung gegen Hitze zu haben, oder? Aber sie sagt am Tag. Oh mein Gott, da ist sie aber. Wer ist das? Hä? Muss man die kennen? Oh, du bist ja ein stattlicher Bursche. Kann ich... Oder ist sie die nächste Recke? Nee, die Recken sind doch alle tot, oder? Weil sie sind Gerudo. Wie? Ein Kaufmann, der in Gerudo steht? Davon weiß ich nicht. Körper betrachten, ins Gesicht blicken. What the fuck? Ins Gesicht blicken. Schau mich nicht so an. Das ist unverschämt. Was redest du denn da? Wenn du sonst nichts mehr brauchst, solltest du besser weitergehen. Wow. Warte mal, ich sehe doch, das ist die Kleidung. Ich mache Körper betrachten, wenn das... Wenn ich solche Kleidung will, brauche ich Rubine. Und was passiert, wenn ich Körper betrachten drücke? Nein! Ich brauche Geld. Wo zur Hölle kann ich denn Geld farmen? Verkaufen. Ich muss das verkaufen. Ich brauche ja nicht so viel, 20 Rubine. Ich hoffe, die Kleidung schützt auch gegen Hitze. Ja,
Was kann ich denn da verkaufen? Hier, vier von denen oder einfach alles. Was weiß ich denn nicht? Hier, 10 Stück. Yes, 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 yes. Geil, geil, geil. Komm, zurück aufs Dach. Haben wir noch Zeit? Ja, okay. Dafür haben wir Zeit. Komm, 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 komm. Hitzeschutz, Hitzeschutz. Hitzeschutz. Hype. Komm, 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 Kleidung. Ich hoffe, das ist jetzt kein Bluff, aber ich habe dir ein Ensemble zusammengestellt, das dir quasi auf den Leib gestellt. Probier es mal an. Oh mein Gott. Hitzeschutz. Oh lol. What the fuck? Kawaii! Du siehst so süß aus. Oh mein Gott, damit kommt Link doch nicht durch. Aber das ist traditionelle Gerudo-Kleidung. Das heißt doch theoretisch, es ist ein Hitzeschutz drauf, oder? Und passt mit dem Wind auf. Sie ist tatsächlich ein Mann oder er. Okay. Also in die Gerudo-Stadt kommen war, aber was hat die Hitzeschutz? Ja, dann. Oh mein Also ganz ehrlich, dann hätte ich die Linkle Verwandlung besser gefunden als das da, aber ja, man kann ja nicht alles haben. Auch Hyrule hat mal seine Grenzen, was die Fantasie angeht, wie es scheint. Meine Freunde, dann reisen wir demnächst durch die Wüste mit Hitzeschutz zurück zum Gerudo, zu der Gerudo-Stadt. Oh mein Gott, auf was lässt Link sich da ein? Wenn das mal nicht schief geht, naja, wir werden sehen. Bis dann und tschüss.